Ja, die Gründung und Verwaltung einer Unterstützungskasse ist eigentlich ein sehr kurzer und sehr schneller Akt. Entscheidend ist, dass sich der entsprechende Rechtsanwalt, der dafür verantwortlich ist, in der Materie wirklich auskennt, dass er genau weiß, was und warum er es tut und dass er einfach genug Berufserfahrung hat, genug Erfahrung hat, einen derartigen Akt durchzuziehen. Die Gründung vollzieht sich in der Regel innerhalb 3 bis 4 Wochen, bis eine vollständige Eintragung beim Vereinsregister passiert ist. Es sind die verschiedenen Dokumente zu erstellen, von dem Gründungsprotokoll bis die entsprechenden Vorstandsbeschlüsse für alle Akte, Inkraftsetzung, Leistungsplan und solche Dinge mehr. Es sind die Anmeldungen im Vereinsregister durchzuführen. Es sind auch alle Verwaltungsunterlagen zu erstellen, von den Leistungsplänen, also möglichst flexiblen Leistungsplänen, bis hin zu verschiedenen Verordnungen, einer Teilungsordnung für Fälle der Ehescheidung und ähnliche Dinge mehr. Eine professionelle Gesellschaft macht es, die darin geübt ist, macht es in der Regel zu einem relativ geringen Honorar in einer durchaus absehbaren Zeit von vielleicht 2 oder 3 Wochen bis zur Eintragung. Die Verwaltungsgesellschaft ist dann ebenfalls eine Tätigkeit, die möglichst einem professionalisierten Team aus Mathematikern, Rechtsanwälten und Steuerberatern überlassen werden sollte, weil es ist doch eine sehr komplexe rechtliche, insbesondere arbeitsrechtliche und vor allem auch eine anspruchsvolle steuerliche Tätigkeit, die hier ausgeübt wird, wenn letzten Endes die Steuerfreiheit der Unterstützungskasse gewährleistet werden soll.